Hallo meine Lieben, wie geht es euch? Ich möchte heute einen dritten Teil machen, aber eigentlich hat es wenig zu tun mit der Auslegung oder Definition von Antichrist. Ich habe noch mehr Studien gemacht, eben über dieses Buch, das ja auch auf meinem Titelblatt Bild ist von meinem letzten Video. Und da habe ich dann das nochmal nachgeforscht. Ich habe es ja nicht lesen können, habe es aber nochmal nachgeforscht. Kam dann auf Alcazar, und habe ich gedacht, ja, was ist das Alcazar? Ist das Teil vom Titel? Und habe nochmal nachgeforscht und kam dann, dass es ja der Autor ist von dem Buch. Und jetzt ist natürlich die Frage, hat dieser Roberto, weil mir das, ja, das hört man, auch im Wikipedia, dass der Alberto, nicht Alberto, Francisco Ribera dieses Buch geschrieben hat. Und jetzt gucke ich da nach und sehe, dass es ein Luis del Alcazar ist. Ja, also habe ich das nachgeforscht nochmal und habe dann einen Artikel gefunden, leider nur auf Englisch, über die Interpretation von der Bibel. Vom Anfang an, ja. Von Anfang an. Wie die Leute diese, ja, Kirchenväter, die Bibel interpretiert haben. Und natürlich auch wird da angesprochen, wie eben dieser Alcazar und dieser Ribera eine neue Art erfunden haben, wie man jetzt die Bibel oder besonders halt Offenbarung auslegen kann. Und das Buch ist genau wahrscheinlich, weil der Alcazar ist der Haupt Schreiber dieses Buches. Und ich weiß nicht, ob sie das zusammengeschrieben haben, dieser Francisco Ribera und dieser Luis El Casar, ja. Er war auch ein Jesuiten, also er hat auch den Jesuiten angehört. Aber er hat, ja, genau in der gleichen Universität hat er auch studiert. Aber auch in Cordoba, Sevilla und Salamanca, wo eben dieser Ribera war. Ich weiß nicht, vielleicht war er halt ein Student von ihm. Vielleicht war es sein Professor und wie gesagt, haben sie dann eben das Buch vielleicht gemeinsam geschrieben oder er hat vielleicht das Hauptding geschrieben. Also ich lese das nochmal hier. Ihr könnt es nachlesen. Schaut an Luis del Alcazar. Ja, so heißt dieser Mann, der Autor von diesem Buch über die Offenbarung. Und sie haben halt gemeinsam eine neue Art, die nennen es wissenschaftliche Exegesis oder Exegese, ja, so nennen sie das, also wissenschaftliche Exegese. Und deswegen will ich das mal wirklich heute ansprechen, weil es ist doch ganz, ganz wichtig, dass wir endlich mal merken, dass nur weil jemand ein Theologe ist und sie diese Wörter da anbringen können, wie Exegese und Hermeneutik und solche Sachen, ja, die man nur in der theologischen Universität oder im Seminar lernt. Ja, dann sind sie halt ganz bestimmt wissende Männer. Und das stimmt ja überhaupt nicht. Und da müssen wir wirklich mal das müssen wir uns wirklich mal bewusst werden. Diese ganzen Theologen bis, auf alle Fälle, bis zu der Reformation.
Ja, und danach, wenn sie katholisch waren, genauso. Haben nicht den Heiligen Geist. Das ist einfach mal so. Die haben nicht den Heiligen Geist. Und dazu noch müssen alle Priester, alle Professoren müssen sich an das halten, was der Papst sagt oder was die Päpste davor sagen. Also, haben sie nicht den Heiligen Geist als Führer für ihre Auslegung. Und auch nicht dieser Francisco Ribera oder dieser, wie heißt er wieder, Luis del Alcázar, sie hatten auch nicht den Heiligen Geist. Aber die Lehre von diesen zwei Männern, die wird heute überall, oder ja, ich denke schon fast überall, angewandt. Warum ist das so? Ja, das ist halt ebenso, dass auch wenn, als dann die Reformation angefangen hat, dass trotzdem eben sich diese falschen Lehren eingeschlichen haben in die protestantische Universitäten und Seminare. Ja, weil nämlich das war das Ziel von den Jesuiten, dass den Protestantismus kaputt zu machen. Und deswegen müssen wir vorsichtig sein, weil diese ganzen Theologen, ja, die wir halt jetzt in den auch in den protestantischen oder freievangelischen Seminare haben, sie sind ja auch schon von dieser falschen Auslegung der Bibel betroffen. Und sie werden diese Lehren weitergeben an die Pastoren, denen wir dann vertrauen. Oder auch die Theologen, ob sie jetzt Pastoren sind oder nicht, schreiben dann wieder Bücher, weil die Leute glauben, sie verstehen ja Griechisch und Hebräisch. Und deswegen müssen wir denen ja vertrauen. Wir müssen denen ja vertrauen, die haben ja das studiert. Ja, sie wissen das ja alles. Sie sind ja ein Doktor oder ja, ein Doktor der Theologie. Sie müssen das doch das wissen. Nein, Leute, so geht es aber nicht. Ja, das finden wir nirgends in der Bibel, dass wir überhaupt in ein Seminar gehen müssen oder in eine Universität, um zu studieren. Nein. Jesus hat gesagt, er schickt uns den Heiligen Geist und der Heilige Geist wird uns in allem unterrichten. Und wenn wir nicht total dem Heiligen Geist nachfolgen, dann wissen wir nicht, was wirklich in der Offenbarung steht oder in der ganzen Bibel. Ja, natürlich kennen wir bestimmte Sachen, können wir lesen und sagen, ja, ja, das und das ist passiert. Zum Beispiel historische Dinge können wir sagen. Aber diese Theologen, die haben ja verschiedene Auslegungen. Manche glauben zum Beispiel eben, dass es symbolisch ist, das ganze Alte Testament oder die ganze Bibel ist symbolisch. Also dann tun sie auch die Offenbarung nur symbolisch anpacken. Es ist schon symbolisch, aber viel ist auch wirklich total wirklich. Wirklich, ja, es gibt viele symbolische Dinge eben in der Bibel. Jesus Christus hat viele Symbole benutzt. Er hat ja in Gleichnissen gesprochen. Warum? Er wollte nicht, dass die normalen Leute, die Nichtgläubigen, seine Wahrheit verstehen. Hat es ja absichtlich gemacht. Aber auch wenn ich dann komme mit diesen Theologen, die können das auch nicht auslegen. Warum? Weil sie nicht den Heiligen Geist haben. Ja, sie haben nicht den Heiligen Geist. Also ganz besonders eben die ganzen katholischen Theologen, alles vor Luther, sie hatten den Heiligen Geist nicht. Der Heilige Geist war weg.
Ja, ich habe ja das schon gesagt. Er war weg. Sie haben den Heiligen Geist nicht benutzt, um auszulegen oder um die Bibel zu verstehen. Und danach Luther war dann der Erste wiederum, der angefangen hat, gesagt, nee, wir müssen das so nehmen, wie es da steht. Ja, wir können das nicht da nur bloß symbolisch nehmen. Ja, und trotzdem, ja, hat sich dann wiederum gesagt, die falschen Lehrer eingeschlichen in die protestantischen Universitäten und Seminare. Ja, wenn wir zum Beispiel eben, ich schaue nur ein Beispiel an von den Katholiken, der Höchste, der St. Augustin, ja, der Höchste vielleicht Theologe in der katholischen Kirche. Er hat ja griechische Philosophie gemischt mit der Bibel. Unwahrscheinlich. Und dann sollen wir dem glauben, was er sagt. Dem sollen wir dann nachfolgen, wenn alles gemischt wird. In der katholischen Kirche wurde alles gemischt. Heidnische Dinge und die haben dann einen Schein bekommen, einen christlichen Schein, wie wenn sie ja wirklich was Christliches wären. So wurde das halt eben gemacht. Aber wie gesagt, auch dann in den katholischen, also in den protestantischen Gemeinden oder auch freie evangelische Gemeinden passierte genau das Gleiche wieder. Die meisten Theologen haben noch nicht mal den Heiligen Geist. Sie gehen halt ins Seminar, sie haben halt ihren Abschluss, ja, sie haben studiert, Bücher gelesen. Aber sie haben wiederum nicht den Heiligen Geist benutzt, um diese Bücher zu lesen. Wir alle haben den Heiligen Geist. Alle Gläubigen waren Gläubigen. Das heißt, Leute, die wirklich Jesus Christus folgen. Ja, ihr müsst Jesus Christus folgen. Das ist das Wichtigste. Ihr müsst glauben, dass Jesus Christus Gott im Fleische ist. Und ihr müsst dann glauben, dass oder zeigen, dass ihr ihm nachfolgt, dass ihr nicht diesen falschen Lehren oder überhaupt Lehren nachfolgt, ja? Oder dass ihr politischen Leuten nachfolgt. Ihr müsst nur Jesus Christus folgen, was er sagt, ja? Und wie wissen wir das? Natürlich, Leute sagen, tja, aber ich bin doch überhaupt nicht gebildet, bla bla bla. Ja, dann bildet dich bitte schön. Ja, am Anfang, wenn wir Christen, ganz neue Christen sind, dann sind wir ja Babychristen, ja, Kleinkinder im Glauben. Und dann können wir nur Milch trinken. Und dann, je mehr wir wachsen, können wir dann nur Babynahrung essen. Und dann können wir halt mehr und mehr harte Nahrung essen. Am Anfang können wir das nicht. Und deswegen können wir auch die harte Brocken vom Wort nicht verstehen. Und das ist ganz normal. Aber je mehr wir wachsen im Glauben und wir zeigen, dass wir Jesus nachfolgen, wir zeigen, dass wir wirklich wert sind, ja, dass wir also die Geheimnisse Gottes verstehen. Wir müssen ja wert sein, diese Geheimnisse Gottes zu verstehen. Dann gibt uns Gott auch mehr und mehr, also offenbart uns Gott mehr und mehr seine Geheimnisse. Und Offenbarung ist ja schon, was es ist. Offenbarung, ja, es ist etwas, ja, verhüllt. Und es ist wirklich schwer zu verstehen. Und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist und wir müssen auch wirklich wachsen und erwachsen werden, um das zu verstehen. Und wenn wir dann die Bibel lesen und lesen und lesen, dann werden wir das verstehen. Was auch sehr wichtig ist zum Verständnis, dass wir geschichtlich die Geschichte verstehen. Was passiert ist in der Geschichte. Das ist ganz, ganz wichtig.
dass wir verstehen, dass nichts im Vakuum passiert. Zum Beispiel die Offenbarung. Johannes hat uns gesagt, gleich am Anfang, dass was bald in, also was in Balde geschehen wird, hat er gesagt. In Balde ist nicht nach 2000 Jahren. Das heißt, die Offenbarung hat, ist schon passiert 2000 Jahre lang. Und wir können nicht warten, nach 2000 Jahren passiert das. Nein. Nein. Leute. Ja, Leute, nein. In Balde, hat Johannes gesagt. Das heißt, die Offenbarung hat schon angefangen. Gleich nach Johannes hat die Offenbarung angefangen. Wir leben jetzt schon in der Offenbarung. Und ja, nicht alles ist bis jetzt erfüllt. Aber viel ist schon erfüllt. Ja, ich habe das in meinen Videos schon gezeigt, dass halt viel erfüllt ist. Aber wir müssen auch natürlich das mit dem Heiligen Geist verstehen. Und dann müssen wir auch, manche Leute sagen, ja, die kennen den Urtext. Ja, ihr könnt selber auch diese Wörter verstehen im Urtext. Ihr braucht nicht alles im Urtext lesen können, sondern bestimmte Wörter geht zurück, wenn bestimmte Wörter sehr wichtig sind, dass man halt einfach zurückgeht und guckt, was dieses Wort heißt. Ja, wenn ich nicht zum Beispiel eben die Definition in der Bibel finde. Ich gebe euch ein Beispiel, wo ich eben sehr nachgeforscht habe. Und zwar in Matthäus, glaube ich, 19 wird übersetzt, kommen die Pharisäer zu ihm und wollen mit ihm über Scheidung diskutieren. Ja? Und die Übersetzung benutzt das Wort Scheidung, aber im Originaltext ist das Wort wegschicken, ja? Oder senden, wegsenden. Das heißt, das originale Wort war eindeutig die Frau wegschicken, ja, ohne Scheidebrief, ja. Aber im Original, das Wort im Originalen kann auch Scheidung heißen, weil, oder nicht Scheidung heißen, sondern es kann es, man kann damit Scheidung meinen, weil zur Zeit der Römer, wenn man seine Frau wegschickt, ist das gleich mit Scheidung. Ja, in unserer heutigen Zeit kann ich meine Frau nicht einfach wegschicken und sagen, jetzt sind wir geschieden. Das ist legal nicht möglich. Aber zur Römerzeit war das möglich. Und deswegen das Wort wegschicken hat damals auch das geheißen. Das heißt, ja, nun sind die Leute geschieden. Aber heutige Zeit, wenn ich sage scheiden, heißt es nur, wenn jemand einen Scheidebrief hat. Auch im Gesetz Mose ist das der Fall gewesen. Eine Frau konnte nicht einfach weggeschickt werden ohne Scheidebrief. Dann war sie nicht offiziell geschieden. Ja? Also müssen wir diese Verhältnisse und diese historische Hintergründe wissen, um es richtig zu verstehen. Ich will jetzt nicht sagen auslegen, aber zu verstehen. Das heißt, heute die Übersetzer haben immer noch Scheidung geschrieben, ja, das Wort Scheidung übersetzt, aber wirklich, es sollte sein, schick weg, sie wegschicken. Ja, sie wegschicken. Und deswegen, weil eben das viel komplizierter ist. Sogar Theologen wissen das noch nicht einmal. Noch nicht einmal Theologen wissen das. Wenn du das nicht wirklich gut untersuchst, weißt du das nicht. Weil halt eben wir irregeführt worden sind. Auch durch Leute, die die Bibel übersetzen. Und die sagen, ah, wir sprechen oder wir kennen die griechische Sprache. Ja, aber anscheinend halt doch nicht. Sonst hätten sie es richtig übersetzt, aber sie haben auch die heutigen neuen Übersetzungen, machen das noch falsch. Ich glaube sogar, dass die King James das richtig übersetzt hat. Bin mir nicht 100% sicher,
Aber ich glaube, sie haben das richtig übersetzt. Aber die heutigen neuen, ich glaube, alle Übersetzungen nach 51, weil wie nennt man das? Die Wörterbücher, griechisch-deutschen Wörter oder griechisch-deutschen Wörterbücher, die haben das da geändert. Die haben das dann reingeschrieben, dass du send away oder wegschicken heißt auch scheiden. Aber das stimmt nicht. Scheiden ist, ja, nur in der römischen Kultur hieß das, das hieß scheiden. Aber nicht bei den Hebräern. Und wir müssen ganz genau das wissen. Ja, wir müssen das wissen. Auch heute heißt das nicht. Wegschicken heißt heute auch noch nicht scheiden. Ja, das müssen wir wissen. Und da gibt es viele, viele Stellen, wo das eben der Fall ist. Und ich brauche aber kein Theologe zu sein, um diese Nachforschungen zu machen. Muss mich halt irgendwie schon ein bisschen schlau machen. Ja, und muss dann nachforschen und wirklich graben, damit ich zu dieser Erkenntnis komme. Aber ich möchte weiterhin halt euch zeigen, wie wichtig es ist, dass wir uns nicht auf diese Theologen verlassen. Weil diese Theologen oft nicht den Heiligen Geist haben. Und wie gesagt, haben sich, ich habe ja schon gesagt, dass sich diese falsche Lehre schon in Dallas Theologische Seminar eingeschlichen hat, das ja ganz, ganz, ganz wichtig ist in Amerika und auch Moody Bibelinstitut eingeschlichen haben, diese falschen Lehren. Warum? Weil eben die Theologen sich den großen Kopf haben, ja, und auch die Leute sie ja noch dazu verehren, diese Theologen mit einem Doktortitel, aber im Grunde haben sie nicht den Heiligen Geist und benutzen diese falschen Auslegungen. Und es gibt ganz viele falsche Auslegungen, auch im Protestantismus oder in den evangelischen freikirchlichen Seminare. Also, wir müssen also deswegen ganz, 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 ganz vorsichtig sein, was wir annehmen. Und das wollte ich eigentlich nochmal mit diesem Video ganz deutlich sagen, dass wir da ganz, ganz vorsichtig sind, wie Leute die Bibel auslegen. Oder wenn sie überhaupt sagen, wir legen die Bibel aus, dann schmeißt das sofort weg. Weil wir brauchen keine Annahmen, was ich annehme oder was ich glaube. Wir brauchen das nicht. Wenn wir uns an die Bibel halten, brauchen wir das nicht. Die Bibel erklärt sich selber. Was auch noch ganz wichtig ist in der Bibel, dass ein Vers allein nicht alleine stehen kann. Wir müssen das irgendwo anders finden. Ja, ich gebe euch ein Beispiel. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich sehr stark eben, wie soll ich das sagen, mich sehr stark informiert habe über oder ja, studiert habe über die Rolle der Frau in der Bibel. Ja, also die christliche Rolle der Frau in der Gemeinde. Da habe ich ja ein Buch geschrieben. Mein Buch ist leider in Englisch, The Mystery of Adam. Und da habe ich ganz viel Nachforschungen gemacht. Und zwar bin ich halt dann auch eben zum Neuen Testament und da steht ja eins, das ist im 1. Korinther 14, 34, da steht, dass die Frauen in der Gemeinde nicht sprechen sollen, dass sie also still sein sollen. Ja, und dieser Satz, ja, erstens mal finden wir diesen Satz nirgends, nirgendwo anders in der Bibel. Ja, also dass die Frauen nicht sprechen dürfen in der Gemeinde. Das finden wir nicht mal im Gesetz Mose. Wenn es so wichtig gewesen wäre, dass die Frauen nicht reden dürfen, dann wäre es auch im Gesetz Mose und da ist es nicht drin. Ja? Und außerdem zuvor hat eben, also vor 34, Vers 34 hat ja
Paulus gesagt, dass jeder sprechen darf in der Gemeinde. Ja, und deswegen stimmt das nicht. Also müssen wir also gucken, was andere Stellen in der Bibel sagen. Und andere Stellen in der Bibel, ja, erklären dann die Dinge besser. Hier ist noch ein Beispiel. Das Tier aus dem Meer. Ja, woher wissen wir, was das Tier symbolisiert? Ja, es ist klar ein Symbol für etwas. Das wissen wir. Symbolisch. Das Tier aus dem Meer. Was für ein Symbol ist das? Und wir wissen das Symbol, also was es heißt, das Symbol von Offenbarung nicht. Aber wir wissen das von Daniel. Wir gehen zu Daniel 7 und wir wissen, was Daniel 7 mit diesem Symbol Tier oder Bestie, ich nenne es ja Bestie, weil es ist nicht gerade ein normales Tier ist, es ist wirklich eine Bestie. Das heißt, es ist ein politisches System, ein Imperium. Okay? Also wissen wir das. Also können wir das, benutzen, um Offenbarung zu verstehen. Ich kann aber nicht selber sagen, ha, das Tier ist ein religiöser Führer. Ein religiöser Führer. Kann ich nicht sagen, weil das nirgends steht in der Bibel. Ich muss mit dem gehen, was die Bibel sagt. Und die Bibel sagt, ein Tier. Also das Originalwort weiß ich jetzt nicht. Also im Englischen heißt es ja Beast, was ich besser finde. Weil es ist kein Tier, es ist eine Bestie. Also ja, a Beast, eine Bestie. Und das zeigt besser, ja, was dieses Tier ist. Also ist eine Bestie. Aber wiederum ist es nicht ein Tier, sondern es ist ein System, ja, ein politisches System. Und das ist ganz wichtig, dass wir das wissen, damit wir nicht denken, ah, das Biest ist ein religiöser Führer. Weil wir haben ja dann auch das Biest, also das Tier aus der Erde. Das ist aber auch ein Tier. Also kann es nicht ein politischer Führer sein. Ja, obwohl es der falsche Prophet genannt wird. Und da wird es halt natürlich kompliziert, wenn ich dann sage, ah, falscher Prophet, also muss es ein religiöser Führer sein. Nein, nicht unbedingt. Wir müssen das eben im Zusammenhang sehen. Der falsche Prophet braucht nicht unbedingt jetzt, ja, er kann genauso ein Prophet sein, für jetzt ein politisches System, der eben über dieses politische System prophezeit oder so, ja. Ich hoffe, dass ihr das versteht. Wir müssen es immer im Zusammenhang sehen, was andere Bibelstellen sagen. Und wir können nicht einfach das rausnehmen und dann annehmen, was wir jetzt da im Kopf haben. Und das machen halt die meisten. Sie nehmen das an, aber sie können das nicht wirklich beweisen mit anderen Bibelstellen. Wir müssen das immer mit anderen Bibelstellen, die genau das sagen, also beweisen. Das ist sehr wichtig, wenn wir einfach die Bibel verstehen wollen. Wir können nicht immer Annahmen machen. Also, ich habe mal heute ein kürzeres Video. Ich habe auch ein englisches Video gemacht. Da habe ich vielleicht mehr noch gesagt, ja. Wie jetzt in diesem, wenn ihr also Englisch versteht, guckt euch das andere auch an, weil da habe ich sicher noch mehr gesagt, wie jetzt in diesem Video. Ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau erinnern, was ich alles gesagt habe in meinem ersten Video, weil ich ja mir keine Notizen mache. Ich lasse einfach den Heiligen Geist mich leiten und dann komme ich halt eben auf diese Dinge. Nochmal guckt an diesen Luis del Alcázar, der eben auch ein Jesuit war. Und ja, wer weiß,
Ihr wisst ja, dass die Jesuiten benutzt werden. Ja, die werden benutzt, die protestantische Kirche kaputt zu machen. Und das ist halt einfach schon heute gelungen. Der Papst hat ja schon seine vielen Leute wieder zurückgebracht zur Mutterkirche. Sogar schon die Lutheraner natürlich hat er schon gesagt, ha ja, wir haben ja jetzt keinen Unterschied mehr, weil er akzeptiert hat, ja, dass man nur durch den Glauben gerettet ist. Und weil er das jetzt akzeptiert hat, man ist durch den Glauben gerettet, deswegen ist ja kein Grund mehr da, für die Lutheraner wieder zurückzukommen zur Mutterkirche. Obwohl es ja noch viele tausende Dinge gibt, die also mit denen die Lutheraner überhaupt nicht einstimmen, ja, was die katholische Kirche predigt. Aber ja, kommt nur zurück. Ja, und auch eben viele protestantischen Gläubigen in Amerika, ja, gehen natürlich wieder und vereinen sich mit dem Papst. Und es sind genau die Leute in Amerika, ja, die protestantischen Leute, die auch Trump unterstützt haben. Sie haben sich hinter Trump gestellt und sie stellen sich auch hinter den Papst. Die gleichen Menschen, die gleichen Leute, die gleichen Konfessionen. Die sind also oft halt in diesen charismatischen, ich weiß jetzt gar nicht, wie heißt denn der Amerikaner, der charismatische Führer, fliegt das im Kopf herum. Ja, manchmal kommen mir die Worte halt auch nicht, ob sie jetzt Deutsch sind oder Englisch, ganz egal, ich werde halt alt. Und da kommen mir also manchmal die Worte nicht. Wie heißt denn der? Egal, ist ein ganz wichtiger, charismatischer Führer. Und der, ja, der hat sich ja auch schon mit dem Papst vereint. Und der Papst hat halt jetzt schon ganz viele protestantische Konfessionen vereint. Ja, zu einer großen Gemeinschaft. Zurück zur Mutterkirche. Und der jetzige Papst hat ja ganz besonders daran gearbeitet. Ganz besonders, Leute, daran gearbeitet. Aber ich komme jetzt zum Schluss. Lasst den Heiligen Geist euch leiten immer, ja. Und wirklich, wirklich, auch ich, ja, kann euch nur zeigen, guckt es euch an, liest das, ja. Hier ist eine Verbindung zwischen dem und dem. Ihr könnt mir auch nicht glauben, nur wenn ich sage, guck, das steht in der Bibel und ihr das gelesen habt und wirklich gebetet habt darüber. Und der Heilige Geist eure Augen geöffnet hat. Nur dann versteht ihr das. Nur dann. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass gerade junge Christen, wenn ihr jung im Glauben sind, müsst ihr da noch viel mehr aufpassen. Ihr könnt nicht einfach jetzt wissen, ja, also die Offenbarung verstehen. Natürlich, ihr müsst ungefähr wissen, wie ihr das versteht. Also, dass zum Beispiel die Offenbarung einfach nicht linear geht, sondern sie überschneidet sich. Hier ist eine Vision, die kann die überschneiden mit dieser Vision hier drüben. Ja, zum Beispiel sehen wir ja von dem Tier aus der Erde, das wird zum ersten Mal gezeigt in Kapitel 13. Aber das Tier aus der Erde fängt da nicht erst an, ja, sondern vor 13 ist ja 12 und das ist ja ganz verbunden mit dem 13, das habe ich, glaube ich, sogar schon gezeigt, ja, Kapitel 12 und 13 sind zusammen, es ist eine geschichtliche Aufzeichnung, ja, wie das Biest aus der, oder ich sage immer Biest, aber das ist das Biest, weil das, wie das Tier aus der Erde entstanden ist, ja. Das könnt ihr auch in einigen meinen Videos ansehen. Seht das mal so. Kapitel 13 fängt eine geschichtliche Abfolge an, das eben bis zu 13 geht. Wir müssen das auch wissen, dass die Kapitel ja erst später eingeführt worden sind. Und das ist ein Stück gewesen. Und dadurch, dass da ein Kapitel eingeführt worden ist, sehen wir den Zusammenhang nicht mehr.
Aber wir müssen das in einem Zusammenhang sehen. Ab 12 fängt die Geburt Jesu an. Da ist die, also fängt ja die Geburt Jesu an. Und da wurde Satan aus dem Himmel geschmissen, hat sein Weltreich gegründet. Ja, sein Weltreich. Seine Bestie, seine Tier, sein Imperium gegründet. Und das müssen wir eben verstehen. Dass wir das in einem sehen. Und das geht halt dann, bis das Tier aus dem Meer kommt. Ja, also versteht es so. Und so kann ich euch nur eben leiten, damit ihr dieses Kapitel rausschmeißt und das in einem Stück seht. Aber ich komme jetzt zum Ende. Ja, wenn ihr das wissen wollt, wie man Offenbarung lesen kann, ich habe ein Video. Lasst es mich wissen. Ich gebe es euch gerne, wenn ihr es nicht findet. Aber jetzt zum Schluss, lasst den Heiligen Geist euch leiten.